Glück auf und Vorhang auf zur dritten Folge dieser Aufnahme tatsächlich. Wir sind dabei, hier lustig an dem Haus zu bauen. An unserer Quarantänestation. Vorerst Quarantänestation, später dann einmal Hotel. Dann wird das Ganze wieder umgebaut und ich bin hierher gerannt. Tatsächlich, um an diese Werkbank zu kommen. Um mir hier, ne? Die Dinger zu machen. Oh Gott, das wären viel zu viele. Ja, wir kriegen erstmal nur 64 raus. Das ist gut, das ist gut. Gut, dass Minecraft mich da sozusagen in meinem Bauwahn Bauwahn eingeschränkt hat. Ne? Also ich wurde von Minecraft eingeschränkt. Das ist doch schön zu wissen. Haben wir denn alles andere jetzt aufgesammelt? Oder liegt das da hinten noch? Ja, haben wir aufgesammelt, okay. Wir brauchen die erstmal nicht. Wir haben uns jetzt entschieden, die hinteren Wände dann doch weiß zu machen. Wie die Innenwände auch. Und nur vorne die vordere Front mit dem Stein zu machen. Mit dem Lehmziegelstein. Vielleicht ändern wir das sogar auch noch. Weil wir mussten feststellen, dass wir gar nicht so viel... Oh, guck mal, die ist schon erwachsen geworden. Wir kennen sie noch als kleines Kind. Vor 2 Tagen war... Also sie ist jetzt 3 Tage alt und damit erwachsen. Und kann in der... Was denn? Wo ist ein Zombie? Wo ist ein Zombie? Ich muss pennen. Oh Gott. Das geht ja gut los. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich will schlafen. Ist da ein Zombie irgendwo? Oder sind die unterm Haus? Die werden natürlich angelockt von den Geräuschen der Dorfbewohner. Jetzt. Also für alle, die nicht wissen, um was es hier überhaupt geht. Wir bauen gerade eine Station hier für die neuen Aussiedler. Hier sind noch die Kranken und da sind die Gesunden sozusagen. Und die dürfen dann hier wohnen. Und es werden immer mehr. Der Schlangenzungnick hat anscheinend die Dorfbewohner tatsächlich mit einer... Die geht's überall raus. Ne, wir können kein Haus mit 3 Wänden machen. Das geht nicht. Hier, ne? 2 Eingänge im Haus sind mehr als genug, würde ich sagen. Und dann machen wir einen noch hier hin. So zur Hinterfront raus. Zack, einen so raus. Und hier kann dann zu sein. Der hat dann auch 2 Türen drin, nach innen und nach außen. Und hier kommen auch 2 Türen nach innen. Hier kommt sowieso nur eine hin. Na, okay. Das heißt, wir können hier auch zumachen. Die brauchen ja nicht von innen reingehen können. Nee, die brauchen eigentlich nicht von innen, aber von außen. Ja, schön, ne? Wir müssen ein paar Türen bauen, damit ihr hier mal langsam dann wisst, dass es euers ist. Und hier müssen überall jetzt erstmal Dächer rein und Fackeln, damit hier keine Zombies spawnen. Weil es könnte auch sein, dass die Zombies... Was? Wo? Wo? Wo ist ein Zombie? Wo ist was passiert? Wo boxt der Papst? Hier? Da, ich habe doch eben gehört, wie ein... Oder ist der runtergefallen irgendwo? Oh Leute, ey. Das ist echt die Hölle. Die machen mir die Hölle heiß. Die wollen jetzt hier alle einziehen. Und entstehen hier am laufenden Band sozusagen. Aber wo kommen denn hier das Gestöhne her? Wahrscheinlich von unten. Oh, da müssen wir doch mal runter und ausleuchten. Das machen wir dann. Passt mal auf. Jetzt machen wir erstmal hier die Vorderfront zu Ende. Genau. Guter Plan. Nächster Plan. So. Und so. Und so. Das ist die Vorderfront von dem Ganzen. Und hinten ist das Haus dann weiß. Ich weiß. Hier kann man hoch. Da kann man runter. Gut. Und dann kann man hier hinten wahrscheinlich irgendwann nicht mehr rum, weil die Häuser ja dicht an dicht stehen. Noch geht das aber ganz gut. Hier sind Türen und innen, haben wir gesagt, sind keine Türen. Das heißt, die Leute können nur von außen an ihre Häuser ran. Und hier können wir vielleicht Briefkästen machen oder einfach nur einen Durchgang. Sehr gut, sehr gut. Wir haben hier schon Dächer, hier ist noch kein Dach drin, okay. Außentür gibt es aber, okay, alles klar. Da die Stufe nehme ich gleich weg, keine Angst. Nehme ich gleich weg. So. Und ich höre echt einen Zombie direkt, wahrscheinlich hier direkt runter. So, und jetzt müssen hier Türen rein. Die können wir jetzt auch noch nicht stacken. Der hat 2 Türen in seiner Bude. Einmal nach außen und einmal nach innen. Ja, aber das ist ja nur so, weil, ne? Dann können wir das hier auch gleich fertig machen. Das heißt, wir brauchen noch mehr weiß gefärbten Lehm. Das kriegen wir hin. Ja, es nimmt langsam Form und Farbe an, das Ganze. Zack, das packen wir mal weg. Das packen wir mal weg. Hier, die packen wir mal alle weg. Wir brauchen mal ein bisschen Platz in unseren Händen. Und wir wollten ja auch das gute Kram hier loswerden, ne? Also wir wollten ja die Diamanten dann auch zur Bank bringen. Was machst du denn da?
Wie bist denn da? Ach, die ist da hochgelatscht. Ah, ja, ja, jetzt geht der Käse wieder los, dass die Dorfbewohner sich hier wieder selbst ums Leben bringen. Das heißt, wir können diese ganzen Dinger hier erstmal außer Hand legen. Wir färben uns noch mal ein bisschen hier, ne? Ihr wisst schon. So. 8, 10, zack. Haben wir nochmal 64. Also Knochenmehl haben wir wirklich genug. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Dann können wir das hier auch weiß machen, aber das machen wir später. Ich finde das mit Weiß und Stein, das eigentlich auch hat auch... Hört auf, da runter zu fallen. Sonst wird das da oben gesperrt. Ich verstehe da echt keinen Spaß, Freunde. So, Wand rein. Wand rein. Und da müssen wir, bauen wir Türen rein, dann können die ja einziehen. Dann leben die ein Stück weit auch sicherer. Und hier muss Holz noch rein. Okay, alles klar, kriegen wir hin. So, hier kommt auch eine Wand rein. Zack. Und hier natürlich dann wahrscheinlich eher nicht. Weil wir wollen ja keine Doppelausgänge haben. Na, hatten wir ja gesagt. Ups. Und schaut mal, wie unser Stack hier, wie schnell er weg ist. Das ist der Hammer, echt. Das ist der Hammer, wie schnell, was an so einem Stack ist, echt nichts dran. Okay, hier nach innen kommt auch keine Tür. Das sind ja hier die unteren Etagen. Ups, und wie schon gesagt, halt alles so ein bisschen Motel-Stil. Dass man sozusagen von außen... hier, du willst schon einziehen? Was, fehlen nur noch Türen? Und eine Werkbank? Kein Problem, pass auf, ich baue dir eine Werkbank. So, so geht eine Werkbank. Weil du Handwerker bist. Ja, klar. Handwerker brauchen eine Werkbank. Eine Werkbank. Ein Bett wahrscheinlich. Und zwei Türen, ne? Sagtest du. Okay, sollst du haben. 20 Türen. 10. Zack. Überall Türen rein. Die Türen kommen von außen rein. Denkt er wahrscheinlich jetzt einmal, warum das denn? Warum kommen die von außen? Weil dann ist es auch besser für die Dorfbewohner. So. Guck mal, eine Tür. Ja, hört mal auf, da rumzurennen. Geht mal hier in Sicherheit ins Haus. Mich machen die Zombies, ihr merkt das vielleicht an meiner bäbenden Stimme, mich machen die Zombies ein bisschen nervös, dass die hier so rumbrüllen. So und so. Hier kommen überall Türen rein. Hier vorne kommt dann sogar eine Doppeltür hin. Da werden wir natürlich dann, wenn die neue Version da ist, auch nochmal eine schickere Doppeltür hinmachen. So, jetzt könnt ihr auch rein und raus und so, ne? Gut. Ja, gefällt dir? Ist schick, ne? Ist eigentlich ganz schick. Hier innen kommt aber keine Türen. Die kommen nur außen hin. So. Ah, guck mal, und schon sind sie freudiger Dinge, dass sie hier ein paar Türen haben und hier die auf- und zumachen können. Ja, die Kabinen sind doch etwas begrenzt, gebe ich zu. Hier kommt man halt in den vorderen Bereich. So, gut, da hinten fehlt noch was, oder? Ne, da haben wir die unteren Wohnungen eigentlich schon fast eingerichtet. Hier kann zu, weil man kommt ja von hier rein. Hier fehlt noch eine Wand. Eine komplette Wand vergessen, auch nicht schlecht. Mir auch noch nicht so oft passiert. Aber die machen mich echt wahnsinnig mit ihrem Rumgequäke. Ist wie in alten Zeiten so ein bisschen. Ist gerade ganz cool, weil früher war das ja auch alles ziemlich chaotisch mit den Dorfbewohnern. Und jetzt kommt ja endlich Leben in diese Straße. Das freut mich wirklich, dass hier endlich Leben in die Bude kommt. So, okay. Das sind natürlich sehr kleine Wohnungen hier unten. Das stimmt. Die werden wir auch noch schick einrichten. Und hier kommt auch eine Tür rein. Zack. El Türovic. Ja, sehr schön. Und hier kommt auch noch eine Tür rein. Dann haben die erstmal Unterkünfte und brauchen hier nicht so ganz alleine leben. Hier muss natürlich auch eine Tür rein, ganz klar. Das heißt, wir müssen hier sogar so ein doppelwandiges Ding rummachen. Und bauen jetzt hier nochmal zwei Türen ein und Fackeln in die Gänge. Das dürfen wir auch nicht vergessen, denn nicht, dass da, ihr wisst schon. So, guck mal, hier könnt ihr auch reingehen. Aber hier wohnt natürlich keiner, weil das ein Flur ist. Außer man wohnt gerne auf dem Flur. Den soll es ja auch geben. Und die Zombies, da kümmern wir uns dann auch gleich mal rum. Ja, und wenn man jetzt rausgehen will, hier fehlt auch noch eine komplette Wand, auch nicht schlecht. Wenn man jetzt rausgehen will, dann kann man das natürlich, wir haben keine Tür mehr, sehr gut, hier machen. Und hier sind dann die einzelnen Zimmer, alle individuell natürlich gestaltet, da schön. Hier kommt man auf den Flur und hier steht die Werkbank. Hört auf, vom Dach zu springen. Verdammt ich nochmal. Mach mich nicht total irre, bitte. Und, ja, das muss jetzt mal gesagt werden. Hört mal auf, da oben runter zu springen. Ihr sterbt, bis ihr tot seid und dann hinterher kriege ich die Schuld. So, den Flur hier müssen wir auch noch verkleiden. Ist noch kein Karneval. Nein, nein. Wir verkleiden ihn hier mit Holz, natürlich.
So, damit das auch alles geschlossen ist. Da muss hier auch eine Fackel hin oder zwei. Was denn? Ich hab keine Zeit. Ich kann jetzt nämlich nicht mit der quatschen. Ich kämpfe hier um euer Überleben, verdammt nochmal. Um euer, damit ihr hier schöner wohnen könnt und alles. Da könnt ihr jetzt hier nicht reinkommen und mich voll dröseln. So. Die Rezeption, nicht Passion oder so, sondern hier sitzt dann sozusagen später mal. Erstmal sitzen hier natürlich die Doktoren, die um das Wohl der Dorfbewohner besorgt sind. Und irgendwann mal werden dann hier die Hotelfachkräfte sitzen und Fachkraften. So. Das, gut, dass es mal gesagt wurde. Hier müssen wir dann auch irgendwo noch eine Lampe hinmachen. Spärliche Beleuchtung oder sowas in der Art. Wahrscheinlich hier vorne. So, ein tiefer. So und so. Und hier noch und da noch und dort und dort. Damit es erstmal ein bisschen ausgeleuchtet ist. Und damit sie sich ein bisschen sicher wühlen. Damit sie sicher wühlen hier. Okay, Freunde. Wir bauen jetzt hier noch schnell zu Ende. Dass hier alles abgedichtet ist, dass hier nicht mehr reinregnet. Und dass die Dorfbewohner auch denken, okay, das ist ein Haus und hier kann ich wohnen. Hier will ich wohnen. Auch, ist ja auch wichtig, dass sie es wollen. Nicht nur, dass sie es können, dass sie auch wollen. Ja. Ganz schön wirrer Salat. Was denn? Da willst du dein Haus haben unter der Treppe? Du bist doch gar nicht Harry. Also Harry. Oh, der erste Schritt ist getan, meine lieben tapferen Freunde. Und wir müssen hier mal abdichten, weil sonst springen die uns hier ewig runter. Das heißt, wir werden hier das mal abdichten. So. Feierabend, Popeyeabend. Hier wird nicht mehr kreuz und quer gerannt. Das könnt ihr jetzt vergessen. Da können sie jetzt nur hochgehen und wieder zurück. Da können sie auch nicht bei wehtun. Jetzt können wir von oben einfach mal schnell weitermachen und hier das Dach draufsetzen. Und das Zombie-Stöhnen geht mir total auf den Senkel. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns auch darum kümmern. Wir werden uns hier um die Unterkunft kümmern. Wir haben Bett dabei, ganz klasse. Können wir gleich hier mal, hier werden ja später dann auch Hotelzimmer sein. Die werden dann etwas geräumiger werden. Und oben, das werden dann wirklich die Suiten und richtig geräumige Dinger. Gute Nacht. Mann, Mann, Mann. Ah, da bin ich wieder. Ich meine, da spreche ich wieder ins Mikrofon. Das ist doch total toll. Dann hört man mich auch. Du kommst wieder mit. Wir haben dafür gesorgt, dass die Dorfbewohner hier nicht mehr drauf rennen können. Das ist schon mal auch schön. Und wir werden Knochen. Ich werde mal Knochen besorgen. Oder Knochenmehl direkt. Kann man ja auch abgepackt kaufen. Knochenmehl. Und dann kommt hier die zweite Etage drauf. Sehr gut. Ja. Und dann geht's weiter. Dann kommen die nächsten Zimmer und dann wird das Hotel hier irgendwann richtig schick werden. Von vorne ganz klein und zierlich, aber mit sehr viel Platz und für sehr viele Leute. So ist der Plan gewesen die ganze Zeit. Ach so, okay, erwartet mal. Hier die äußeren Gänge. Weil wenn ich hier jetzt, scheint dann da noch Licht hin? Ja. Also gibt schon eine helle und eine dunkle Seite von der Tür, oder? Ja, würde ich doch sagen. Mal gucken, wie die Dorfbewohner das annehmen. Und das hier kommt mal wieder weg. Dann gleich. Schaut mal. So sieht's aus. Da kommen natürlich überall noch Bögen rein. Und hier unser Stein. Den hatten wir erstmal weggelegt. Damit man das zur Straße hin dann besser sieht. Gut, dich brennen wir erstmal. Da haben wir 8 Stück. Das ist nicht viel. Das ist nicht so viel. Aber mit diesen 8 Stück können wir zumindest hier die Lücken füllen. So, und so. Das muss auch noch zugemacht werden natürlich, ne? Also von vorne sieht das dann so aus. Man kann dann hier hoch und auf der anderen Seite auch. Kann dann zu seinen Zimmern. Kommt hier in die, sozusagen in den Empfangsraum. Und ja, ihr seht ja, den Leuten gefällt es anscheinend. Und wie schon gesagt, wir müssen uns mal um die Zombies kümmern, die hier unter wahrscheinlich Party feiern oder so. Und ganz wild auf die Dorfbewohner sind. Oh, guck mal, hier müssen wir noch weitermachen. Das muss auch noch dicht gemacht werden. Sobald wir das dann hier einigermaßen im Griff haben, also unsere Dorfbewohner da rauslassen können, aus dem Gefängnis. Du kommst aus dem Gefängnis frei. Ach so. Wahrscheinlich so. Da müssen wir mal sehen, die machen wahrscheinlich einfach Stein rein. So. So, zack.
Und hier kommt ja dann sowieso der normale Stein rein. Das heißt, hier wird ja dann schon das nächste Haus stehen. Die stehen ja hier in dieser Prunkallee. Die übrigens, Moment, da renne ich jetzt mal hin. Da renne ich jetzt mal hin, um euch zu sagen, wie die dann mal heißen wird. Öffnungszeiten, bla bla bla. Straße, wo steht denn der verdammte Straßenname? Hundsgraber, Handelsregister. Der ist gar nicht mehr weg. Drei-Kronen-Allee, oder wie hieß die? Ah, verdammt. Guck mal in den alten Folgen und schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen auch. Hier fehlt noch eine Tür. Und hier noch die komplette Rezeption. Gut, zumindest haben wir jetzt ein paar erstmal untergebracht. Und ich denke, wir können die anderen jetzt auch freilassen. Naja. Und damit, wir können das Ding ja auch abreißen letztendlich. Das, euer Gefängnis ist, wird abgerissen. Ihr seid frei. Ihr habt keine Krankheiten, konnte man feststellen. Die einzige Krankheit, die ihr habt, ist erhöhtes Aufkommen an, ja, ihr wisst schon. Ich mache euch da eine Tür rein, dann könnt ihr die Tür benutzen, dann seid ihr auch froh. Nee, ach, ich reiß das Ding einfach ab, oder? Ja. So, ihr seid frei. Ihr seid frei. Ihr könnt alle gehen, wohin ihr wollt. Ja. So, ich reiß den Käfig von Schlangenzungen-Nick ab. Die Dorfbewohner sind entlassen. Sind nicht krank. Einzige Krankheit, die wir feststellen konnten, ist halt, dass sie sehr viel Kinder bekommen. Gerne auch. Vorsicht. Oh, das war eng. Dass sie Kinder bekommen, gerne und viel. Aber na gut, das ist halt so, ne? Wer das so mag, dann ist das halt so. So, das Gefängnis von Schlangenzungen-Nick, beziehungsweise hier die Aufbewahrungsbox, können wir wegreißen. Ihr könnt hier wohnen. Ihr dürft erstmal nicht nach Neuhundsgrab rein, also Althundsgrab. Sondern er bleibt erstmal hier, bitte. Ja, braucht er gar nicht motzen. Oh, jetzt höre ich lieber mal auf, bis die alle verschwunden sind. Hier könnt ihr alle einziehen. Wir haben euch ein paar Buden gebaut. Die werden noch schöner eingerichtet. Ich mache das gleich nochmal ein bisschen und helfe euch hier ein bisschen klarzukommen, damit wir dann in der nächsten Folge eventuell eine Dunkelwacht weiterbauen können. Nicht wahr, Else? Dich hat er auch entführt? Oh, doch. Das war mir aufgefallen. Es war mir schon aufgefallen, dass du weg warst. Doch, ja, ja. Okay, so. Okay, Leute. Schön, schön. Alles ist gut. Wir haben verdammt viele neue Dorfbewohner. Das sind die hier. Die Truppe. Diese Truppe. Ja. Schaut sie euch nochmal an. Es sind echt viele. Ja, finde ich auch. Und ihr seid jetzt hier sozusagen die, die hier in diesem Gebäude wohnen dürfen. Alles klar, Freunde. Ich sage, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.